Bei deinem Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein. Nein, verdammt! Oh, was für ein Gestank! Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Gott verdammt! Ich meine, sieh dir das an! Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Peitsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Hier muss es doch was geben, was wir benutzen können. Ich warte! Riechst du das? Ah, frische Luft. Wir sind fast draußen. Ach, Gott sei Dank. Gern geschehen. Du bist echt so ein Idiot. Kliniken sind in der Lage.
Dies ist eine freundliche Warnung. Die letzten Elektronen. Wir haben größere Probleme. Wird hier immer besser. Ist das widerlich. Problem gelöst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Komm, was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung, mittelmäßig, schätze ich. Dieser Planet für ein Problem. Diese Dinger geben keine Ruhe. Fantastisch. Bewegung, na los! Könntest du mit deinen Vitaloft Unterstützung verwenden? Ich werde zu Fuß zu Serrano gehen. Ich fliege. Und ich schieße. Dann mal los. Gib Captain Arschgesicht Deckung. Bin dran. Halt sie mit den Blendgeschossen aus. Hier kommt Hammerschwanz Joe mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Mein Gott,
Geschmack der Verderbnis, ihr hirntoten Freikanotten! Sie muss wohl deinem Geschenk gefolgt sein. Bring mich zu ihr rüber. Die wird nicht mehr lange Jagd auf mich machen. Wenn die Riesenschlampe weiter auf das Gebäude losgeht, bricht es zusammen. Und wir verlieren beide. Auf, pass auf! Du bist es, wie man dieses Ding fliegt! Eine fiese Wunde am Hinterkopf. Baller alles rein, was du hast! Der einzige Weg führt mitten durch! Schieß das Fenster raus! Weiß und fertig, aufgepasst! General Pisswichser. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeigt diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Verarschst du mich? Nein, dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein, wie du es versprochen hast. Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich einen Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht.
die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser! Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Nein! Verfluchter Hurensohn! Denkt doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dad Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zur Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Hört auf zu trödeln! Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen. Es gibt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Zu flennen, Sushi-Wichser. Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Okay, ihr Freaks, ihr wollt mich, könnt ihr haben. Ich schätze, da unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Mach dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Was noch mehr Kunden? Immer her mit euch! Schwerer Widerstand. Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen konföderationssanktionierten General bei euch, der euch beschützt. Und ich dachte schon, wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem man mal das Maul auswaschen sollte. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa? Lass mich nur kurz meine Seife nachladen. Nach!
Zernickelchen im Dreck! Vielleicht die Gamma-Strahlung der Grund für die Mutationen auf dieser Welt? Sehe ich vielleicht aus wie ein Reiseführer? Deine teuflischen Schlitzaugen sehen wohl nicht besonders gut, was? So verantwortungslos sein und mitten in diesen Stürmen eine Stadt bauen. Die Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört. So liberale Sozialisten und Kommunistenärsche dachten, sie würden nicht fair behandelt. Ein Tag später war der ganze verfickte Laden am Arsch. Jeder Gefangene, der sich nicht ergeben hat, durch die Risse kommt Strahlung! Zwei kleine Babys, wieder im Schoß der Familie. Keine Angst, Papa bringt euch von diesem bösen Ort weg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche. Aber wenn du weiter laberst, fällt mir die Entscheidung sicher leichter. Unser Ishii ist äußerst erpicht darauf zu überleben. Wenn du mich weiter nervst, werden wir ja sehen, wem gegenüber er wirklich loyal ist. Skulls! Das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Untergrund gefunden. Toll! Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Die Würfel sind gefallen. Großartig. Komm, der Aufzug führt uns in die Werkstatt.
Ich hab's